Platz 1. Ja, der erste Platz fällt auf den Verein Govinda Entwicklungshilfe aus Aalen. Der Verein kümmert sich um benachteiligte Kinder und Menschen in Nepal. Er wurde von 4 jungen Krankenpflegern gegründet, die im ersten Jahr ihr Gehalt zur Finanzierung mit eingesetzt haben und sich privat verschuldeten. Heute bekommt der Verein auch Spenden und Mittel aus Stiftungen sowie Erlöse aus ehrenamtlichen Aktionen der Arbeitskreise in Aalen, Würzburg, Stuttgart, Dresden, Berlin und in der Schweiz. Die Motive Bildung und Ausbildung, sichere Kindheit und Aufbau von Zukunftsperspektiven, Gesundheit sowie die Gleichstellung von Frauen und Männern in Nepal. Es gibt mittlerweile ein Waisenhaus und Patenschaften für 50 Kinder, eine Schule für 545 Kinder, ein Ausbildungszentrum, 252 Schulpatenschaften, ein Mikrokreditprojekt, nachhaltige Hilfe für über 5000 Menschen in Westnepal, Schulbildung für taubstumme Kinder und Gesundheitscamps. Herzlichen Glückwunsch. Echt gut. Vielen Dank, Herr Präsident Schneider, Herr Ministerpräsident. Und wir schauen mal. Der Verein Govinda Entwicklungshilfe kümmert sich um Kinder und Menschen in Nepal. Er hat zahlreiche Projekte, um eine gute Zukunftsperspektive vor allem für Kinder, aber auch für Erwachsene zu geben. Gleichstellung von Mann und Frauen vor allem ist ein großes Thema. Es sind viele Unterstützer, die in Deutschland unterstützen, die Arbeitskreise, die hier von Aalen aus gesteuert werden. Ein großartiger Verein, großartige Projekte. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Wir haben 1997 die Idee gehabt, in Entwicklungsländern was zu tun, haben damals in sogenannten Eine-Welt-Läden gearbeitet, haben uns mit Zusammenhängen auseinandergesetzt, wie Armut auf diesem Planeten entsteht, wirtschaftlich verhangen ist. Und haben dann gesagt, Mensch, wir müssen eigentlich was tun, wir müssen was verändern, wir müssen aber vor allem bei uns damit anfangen. Hatten damals vor, nicht mehr als 15 Waisenkinder mit 3 Angestellten zu unterstützen, das waren 1500 D-Mark, das könnte man sogar noch zu 5 selber stemmen. Und haben dann aber festgestellt, dass wir wahnsinnigen Zulauf hatten an anderen jungen Menschen, die uns unterstützt haben, dass die Projekte immer größer werden, dass der Verein entstanden ist und jetzt 5000 Menschen in 8 Projekten unterstützt werden. Eigentlich wollen wir den Verein auch in diesen ehrenamtlichen Strukturen belassen, bislang. Ne? Wir haben uns immer angepasst an die äußeren Herausforderungen. Vielleicht sind wir irgendwann in einem Stadium, wo das anders ist. Aber bislang wollen wir ihn langsam wachsen lassen, dass wir das eigentlich immer noch gut alles miteinander verzahnen können. Sie werden sprechen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sagen, das machen Sie alles ehrenamtlich. Das ist doch eigentlich ein Fulltime-Job, oder? Also so wie das klingt, was Sie alles machen. Also es ist viel Arbeit, aber wir haben, im Film ist es ja schon gesagt worden, damals mit 5 Leuten angefangen. Ich habe vor uns dran denken müssen. Am Schlossplatz haben wir mit einem Pappplakat damals gespielt, 1998, 97. Da stand drauf, wir wollen ein Waisenhaus in Nepal bauen, hatten noch eigene Finanzen, haben dann die ersten 3000 D-Mark waren das damals noch eingesungen. Ich weiß noch, wie eine ältere Frau zu mir gesagt hat, was wollen Sie mit dem Waisenhaus in Neapel? Die haben doch alles. Und dann haben wir immer mehr Menschen kennengelernt, immer mehr junge Menschen gefunden, die uns unterstützt haben. Mittlerweile haben wir 6 Aktionskreise überall in Deutschland und der Schweiz. Wir haben 5000 Menschen, die wir jetzt unterstützen. Das heißt, es wächst und wächst und das ist für mich eigentlich so ein Zeichen, dass man in der Welt was verändern kann, weil ich höre oft diesen Spruch, wenn man abends irgendwo Vorträge macht oder auf der Straße, das kennen alle von den Vereinen hier, diese Situation, dass man oft den Satz hört, es ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich in Westnepal bin, wo wir Projekte haben für 3500 Menschen und dort Menschen 8 Stunden lang zum Arzt laufen und wir mit 2-3 Euro einem Kind das Leben retten oder eine Frau mit gynäkologischen Problemen für $30 ausfliegen können und ihr das Leben retten, dann ist das nicht ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern dann ist das für diesen Menschen in dem Augenblick das ganze Universum, sein Schicksal, seine Zukunft und sein Leben. Und uns unterscheidet eigentlich nichts von diesem Menschen als der Zufall, wo wir geboren werden. In einer Welt, wo wir genügend Nahrungsmittel und finanzielle Ressourcen hätten, dass es heute gar nicht mehr nötig wäre, dass es diese Zustände gibt. Und unser Verein ist ein kleines Beispiel, wie viele andere Beispiele hier in diesem Raum sind, dass man Hand anlegen kann, dass man was verändern kann, dass eine andere Welt möglich ist. Sie haben gesagt, Sie möchten, wunderschön gesagt.
Sie haben gesagt, Sie möchten behutsam weiter wachsen. Sie wollen sich aber weiter auf Nepal konzentrieren. Es ist mit den jetzigen Strukturen, dadurch, dass wir alle ehrenamtlich arbeiten, also wir haben niemanden, der hauptamtlich tätig ist, nicht anders möglich. Also es ist so, wir haben alle unseren 8- oder 10-Stunden-Job, je nachdem, wo man involviert ist. Das heißt, die Arbeit passiert abends, auch wenn wir ein ziemlich großes Team von 30, 40 Aktiven haben, wo Leute sich um die Projekte mehr kümmern, andere die Vorstands- oder Deutschlandarbeit mehr machen. Wäre es gerade nicht möglich, das auf ein anderes Land auszuweiten. Wir schauen eher, dass wir in Nepal qualitativ die Projekte gut machen, innovative Projekte machen. Wir haben zum Beispiel eine Schule, die als allererste Schule in Nepal die Kinder mit einem Ausbildungszertifikat ab Klasse 10 rausschickt, bei landesweiten Durchfallquoten von 65% beim 10-Klassen-Examen. Oder wir haben zum Beispiel das erste Integrationsprojekt für Jugendliche in Nepal aufgebaut. Das heißt, Waisenhaus hört bei uns nicht auf mit Klasse 10. Es geht danach weiter, aber das sind alles teure Projekte. Da müssen wir Spendengelder eintreiben und mehr wäre gerade nicht möglich. Klar. Ich wünsche Ihnen weiter viel Glück und ich bin sicher, das Preisgeld ist bei Ihnen sehr gut angelegt. Vielen Dank. Alles gut.